Und zwar haben wir heute ein Kraftteil, den hatten wir schon lange nicht mehr, weil wir haben noch nie 10 oder schon lange nicht mehr 10 Wiederholungen Benchpress gemacht. Meistens 12, 14, 16, 18 oder 20. Heute sind es nur 10. Auch da wieder mit dem Gewicht schön hochtasten. Den Jungs Bescheid sagen, die im Haushalt sind, dass sie sich bereit machen sollen. Adlai, die Olivera. Die sind nicht da. Nicht Oder einer. Dann nicht sag einer. wenigstens, den Postboten Bescheid. Ich weiß genau, dass er die Zeit immer da ist. Ja? Und dann machen wir 3x10 Benchpress. Letzten Satz wieder der schwerste. Und dann Workout. Heute ist viel Rudern oder Laufen angesagt. Ich habe aber das Bahnenlaufen rausgenommen. Also für die, die nur drinnen laufen, Shuttle Runs. Und die Mädels oder andersrum. Ich, Helmut, du ruderst, nehme ich an, oder Dagmar? Meinst du Helmut oder Dagmar? Das ist auch geil. Ach, Helmut. Helmut, Helmut, oh Mann. Helmut oder Uschi? Ja, wer jetzt? Jetzt geht's los, echt. Das habe ich im Swingerclub hier. Jetzt Ansage bitte. Ich ruder. Okay, dann für die Männer ist die erste Zahl entscheidend, für Dagmar die zweite Zahl und für Adelaide auch die erste Zahl. Du machst die Männerwiederholung, weil dein Rudergerät halt so extrem schnell ist. Und also richtest dich nach der ersten Zahl, Dagmar nach der zweiten. Und die anderen beiden, Franziska und Ursula, machen dann die Shuttle Runs. 33, 55, 77, dann wieder 55. Moment, ich scroll noch mal ein bisschen runter. Und dann nochmal 33. Das heißt, wir klettern die Leiter hoch bis zur MRAP 4 Minuten und dann die Leiter wieder runter. Wir rudern und den Rest von der jeweiligen Zeit, entweder 2 Minuten oder 3 Minuten oder 4 Minuten, machen wir so viele Snatches wie geht. Angelegt ist es so, ich hoffe, das passt dann, dass wir ungefähr 30 Sekunden noch Zeit haben zum Snatchen. Viel mehr sollte gar nicht übrig sein. Das heißt, wir müssen uns schon ein bisschen beeilen beim Rudern, damit wir dann nochmal Snatches schaffen. Franzi? Snatchen ist schwierig immer noch. Clean and Jerk. Geht das besser schon? Mit wenig Gewicht, Clean and Jerk? Versuche ich. Was heißt Ja? wenig Gewicht? Was ist so, dass macht stark? Ich glaube, es sind eh nur 25 für die Mädels. Oder lassen wir gucken. Nee, 30. 30, 40. 30 für die Mädels, 40 für die Jungs. Ja? Dann versuche ich Genau. mit dem Clean and Jerk, okay? Ja, gucken wir da mal. Wir müssen uns ja eh noch ein bisschen dann reinsnatchen und rein clean and jerken. Zum Warm-up brauchen wir ein Rudergerät oder eine Laufstrecke, eine markierte, dann eine Mobility-Bahn und ein Band und eine leere Langhantel, die schon vor euch liegt, also greifbar, weil wir in den letzten 30 Sekunden pro Runde schon mal ein lockeres Snatch machen, um einfach schön reinzukommen in den Snatch. Deswegen die leeren Langhanteln bitte schon mal bereitlegen. Und dann snatchen wir, if you can. Benchen werden wir dann erstmal im Warm-up jetzt nicht reinnehmen, außer wir machen die Banded Bench. Aber da lassen wir was einfallen. Okay. Gut, dann 30 Sekunden arbeiten, 12 Sekunden Wechselpause habe ich eingestellt. Steht zwar 10 da, aber es sind 12. Zehn Ich bin heute Sekunden großzügig. Dann ein bisschen Musik, dann positioniert euch schon mal auf dem Rudergerät und in 12 Sekunden rudern oder laufen wir los. Los geht's. Gott. Wir machen einen Inchworm mit zwei Scapular-Push-Ups, kommen schnell wieder zurück und machen Überstreckung. Also schnell nach vorne laufen, zwei Scapular, nur aus den Schultern, Blättern drücken und wieder zurücklaufen. Überstreckung. Relativ zügig.
Ungefähr 4 Stück sollten machbar sein. Machen wir nachher nochmal. Ein bisschen abgewandelt. Gummiband nehmen. Um die Schulter, ihr kennt das schon. Und benchen mit dem Gummiband in der tiefen Hocke. Aua, das war mein Hals. Und jetzt mal im Wechselbenchen, Arm rechts, Arm links, der andere bleibt immer ausgestreckt vorne. Jawohl. Und jetzt greifen wir uns einfach die leere Stange und machen ganz lockere Hang-Muscle-Snatch. Also aus Oberkante Knie, ohne in die Knie zu gehen, direkt nach oben durch. Ein nach dem anderen. Und 10. Und wieder rudern. Laufen. Schneller Wechsel. Ja, ja, ist nicht schlimm. Und Inchworm mit Mobility Squat. Wir laufen nur nach vorne. Laufen zurück. Mobility Squat. Runter, Po hoch, wieder vorlaufen. Und nur kurz Spannung rein. Bitte. Und wir machen den Spider-Man alternierend. Wir machen jetzt keinen Bench. Auch relativ schneller Sprungwechsel. Schön weit aufdrehen. Und snatch me if you can. Jetzt gehen wir in den Hang Power Snatch. Auch schnelle Abfolge. Oberkante Knie. Jetzt gehen wir bei der Stange ein bisschen entgegen. Im Catch. Ungefähr 10 Wiederholungen sollten machbar sein. Und letztes Mal laufen, rudern mit bisschen Anspruch jetzt. Und ein bisschen Gas geben, kommt.
habe ich erwähnt. Das sind ihre Hüftprothesen. Inchwurm nach vorne laufen, links, rechts, Arm aufdrehen in der hohen Planke. Vorlaufen, Arm rechts, Arm links aufdrehen, zurücklaufen, Knie gestreckt, Fußspitzen berühren, wieder vorlaufen. Nichts weiter. Und wir bleiben unten und gehen in den Hindu-Push-Up. Können direkt anfangen. Schön tief unten durch, dass wir den Liegestütz noch mitnehmen. In Vorbereitung für den Bench-Press. Und letzten 30 Sekunden Power Snatch von Mitte Schienbein. Bisschen Gas geben nochmal. Daumen nicht vergessen reinzuklemmen. Das ist dann auch unsere Ausführung im Workout. So, dann legen wir uns mal ein wenig Gewicht auf die Langhantel für die Bench Press. Und machen je nachdem, wie ihr Lust habt, vor dem ersten Satz mal 5 bis 10 Wiederholungen. Ganz entspannt. Zur technische Frage, Frau Jochen. Ja. Zum Rudergerät, wie regenverträglich ist denn so ein Ding? Keine Ahnung. Aha. Wie schaut es gut hier aus? Also, das gehört ins Wasser, oder? Wird dann Ding zum Trainieren im Pool. Was? Eigentlich hat er ganz recht. Hast du kein Dach über dem Kopf? Na, so ist gerade doch. Ach so, okay. Also ich weiß, ich habe es noch nie probiert, aber ich denke mal, so empfindlich werden die Dinger jetzt nicht sein. Du hast hier hinten, ist das alles schön abgedichtet. Ja, und wenn man immer eine Minute Pause, da kann ich es ja mal reintragen. Gell? Ja, also eine Minute und teilweise auch 2 Minuten. Mhm. Wie gesagt, ihr bereitet euch jetzt auf den ersten Satz vor. Beachen. Ach so, das ist da so offen bei dir, weil da ist doch irgendwie so ein Gerüst drin. Ringsrum ist doch da was, oder? Sag mal, das ist doch wie so ein, ja genau, man sieht es ein bisschen, wie so ein Ständerwerk ringsrum. Wovon? Ja, von deiner Terrasse. Da ist doch, also eigentlich fehlen da nur noch die Dachbalken und ein bisschen Dach drauf. Also Sonnensiegel. Ja, guck mal, ist doch alles, was du brauchst. Mehr brauchst du ja gar nicht. So ein leichter Gewitterschauer mit 100 Millimeter pro Quadratmeter, das hält schon aus. Genau, hat ja noch nie geregnet, deswegen weiß ich ja, dass das sicher dicht ist. Eben.
Du bist doch Profi. Und wie Helmut sagt, wenn es gar nicht mehr geht, gehst du im Pool. Ja. Samt Rudergerät. Da fühlt wie sich das Ding pudelwohl. In seinem natürlichen Habitat. So, ich habe 3x3 Minuten eingestellt. Sind denn die Anwesenden soweit? Ja. Für den ersten Satz? 10 Wiederholungen? Bitte Nein schreien, wenn nicht. Keiner schreit. Dann wird's ernst in 12 Sekunden. So, danach Lust und Laune aufstecken. Ich glaube, da kommt nichts, Dagmar. Hier ist das Wetter ist so schön hier jetzt abends. Servus, Christi. Nach Regen schaut es nicht aus, oder? Gegenteil. Ganz in Ruhe, sag mal. Wir haben noch eine Minute 45. Ja, wir haben immer 3 Minuten Pause, also 3 Minuten pro Durchlauf. Dass der Muskel sich wieder ein bisschen erholt oder die Muskelgruppe, die wir ansprechen. Insofern kein Stretch. Franzi, wie war der Bert? Oh, furchtbar. 300 Liegestütze, ich habe gedacht, meine Fresse. Ich habe gut Muskelkater. Aber geschafft in, 57 Minuten, aber immerhin. Hat jemand mitgeturnt? Ja, die Susi. Wow. Super. Und wie lange hat Susi gebraucht? Sie hat die abgeschwächte Version genommen. Okay. Und ja, war ähnlich. Eine Minute vor mir, glaube ich, fertig. Aber es war schon ruhig. Die Liegestütze, die fremd zu bezeichnen, die Walking Lunges, die kannst du ja wegballern, aber sind ja nur 150, das geht ja dann, aber die Liegestütze, oh. 100 dann. Hätte auch ein Teamboot werden können, oder? Ja, das ist auf jeden Fall echt auch ein Teamboot. Okay, Leute. Attenzione. Deci secondi. Du Scheiße. Das waren jetzt 55 und bin schon echt am Kämpfen. Helmut, du hast schon 75 drauf oder was hast du drauf? Nein, nur 60. Was packst du jetzt drauf im finalen Satz? Nein, du hast nicht drauf. Das ist so gemütlich. Na, nix da, komm.
80, komm, 80. Na, 70. 70 hast du letztes Mal schon gemacht bei 12. Bitte? Die hast du letztes Mal schon gemacht bei 12 Wiederholungen. Ja, eben, ich bin der Sprecher geworden. Na, nix da, da musst du schon mehr nehmen. Komm, 75. Ja, 75. Ja. Hat dann Susi heute Restday gemacht oder hat die irgendwann Restthema gemacht? Weil die hat ja dann fast durchtrainiert, oder? Ja, ich glaube, sie hat. Wann hat sie denn? Freitag oder Samstag? Samstag war doch, glaube ich, dann Restday, ne? Nee, Samstag hat sie ja das von Donnerstag gemacht, glaube ich. Ja. Nö, dann hat sie, glaube ich, keinen gehabt. Wird überbewertet. So, ich habe jetzt 57,5. Das wird jetzt schon eng. Letzter Satz, ihr Granaten. Kein Gramm mehr. Alter Verwalter. Komm, Edleid, beißen. Boah. Das war jetzt optimale Gewicht. Wie immer, merkt euch das für nächste Woche, was ihr hattet. So, ich schreibe mal kurz auf, 57,5 Kilogramm, 10 Mal. Dann bereiten wir uns auf den Snatch vor. Nehmt erstmal ein Gewicht drauf zum Einsnatchen, bevor wir das finale Gewicht draufnehmen. Wir sind gut in der Zeit, glaube ich, wir müssen uns jetzt nicht stressen. Wer sein Däumchen noch abkleben will, kann das gerne machen. War das jetzt 30 oder? Okay, dann. 30, ja. Ich krieg's leider nicht alles ganz rauf. Was ist da, wenn ich da tue? Okay.
Okay. Ah ja, abschreiben. Abschreiben, ja, die Wiederholungen sind. Ah ja. Ja, wir haben ja dann immer ein bisschen Wechselpause zum Schreiben. Aber die müssen auf jeden Fall mitzählen, das stimmt. So, ein bisschen brauche ich auch noch. Also, bereitet mir euch in Ruhe auf den Snatch vor. Zwei Minuten, drei Minuten, vier Minuten, drei Minuten, zwei Minuten. So komme ich jetzt. Ja. Also ich lasse die 25. Hat die Soße das schon gemacht? Bitte? Ob die Soße das schon gemacht hat? Weiß ich, glaube ich nicht, nee. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Warum? Wir haben keine Benchmark. Also so ähnlich hatten wir es schon mal vor 2 Jahren. Ich hätte es mal gucken können. Aber ich habe es ehrlich gesagt ein bisschen runtergenommen, weil da war das so, dass wir eigentlich mit Hängen und Würgen noch zum Snatchen gekommen sind. Ja, kann ich mir erinnern. Ja, das war irgendwie extrem eng. Adelaide, denk dran, vom Boden immer, gell? Ja. Okay. Ich schaff das nicht. Ja, dann nimm weniger. Wenn das mit dem Arm nicht geht, nimm 25. Ist doch kein Beinbruch. Doch. Ah. Was? Nein, das ist nicht gut. Ich habe genauso Probleme mit meiner Sturzhand jetzt. Scheiße. Das ist plötzlich nicht mehr viel. Das ist mit der Zeit keine Mitbücher. Das ist keine. Also 2 Minuten 400 Meter rudern sollte machbar sein. In 1,30, weil 500 Meter ist so eine machbare 2 Minuten Zeit. Insofern gehe ich davon aus, 400 Meter sind auch machbar, beziehungsweise 350 für Dagmar. Und 33 Shuttle Runs. Bin von 22 ausgegangen pro Minute und noch 11 dazu für 30 Sekunden, also die Hälfte nochmal dazu. Das heißt auch ungefähr 1,30. So ist meine Rechnung mal für Runde 1. Und so könnt ihr euch gerne nochmal die anderen Runden angucken. Nicht, dass ich mich da irgendwo total verhauen habe. Ob das realistisch ist. Ich glaube, 1,25 habe ich jetzt gehabt in 30 Sekunden. 125. Naja, dann bist du genau bei 350 in 1,30. Mhm. Also wir müssen beim Rudern schon Gas geben. Das ist jetzt nicht so programmiert, dass wir da rumbummeln können. Mache ich beim Rudern einen starken Zug und gehe dann langsam wieder mit der Kette zurück oder mache ich schneller und dafür... Wollte ich dir eh noch sagen, es gibt so einen Startintervall, dass du erstmal ins schnelle Rudern reinkommst, dann machst du relativ kurze, kräftige Züge. Ich zeig dir das mal kurz. Nein. Also, wenn ich jetzt anfange, dann gehst du rein und machst... Ja, kurz, kurz, okay, kurz, kurz, und jetzt wäre ich lang. Jetzt komme ich langsam in meinen Streckenzug. Ja? Also ich habe so 5, 6 Züge, die ich kurz mache, und dann gehst du in den Streckenzug rein. Mhm. Ja? Mhm. Die Profis, die machen, die haben auch so einen Startintervall, die machen den, glaube ich, sogar noch länger, bevor die in den Streckenzug reinkommen.
Aber im Endeffekt ist es dasselbe wie auf dem Wasser. Ja. Die müssen auch erstmal in die Fahrt kommen, ins Rollen sozusagen. Ja. Und dann okay. Pace halten. Oh. Rechts oben siehst du, das ist Flops pro Minute. Das sollten so bei 25 ungefähr sein. Sag mal. Entschuldige, nochmal. Rechts oben siehst du die Strokes per Minute, die sollten so bei 25 ungefähr sein. Ah, okay. Wobei das schon sehr wenig ist, oder Helmut? Ich finde, dass das viel ist für eine Frau, ich bin bei 20. Ah, das ist das. Okay, Strokes per Minute. Ja, das ist praktisch die Umdrehungszahl. Was? Das ist praktisch die Umdrehungszahl von deinem Motor, ja. Ja. Also am Anfang schneller, mehr Strokes, 30, 35 und dann geht's runter. Aber wie du sagst, kräftiger Zug, langsam zurück. Power, langsam. Ja. Okay, gibt es noch any questions? Ja, es wird schlecht Wetter. Ja. Na, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Hier ist schon. Ja. So, Franzi, guck nochmal ganz schnell. 2 Minuten, eine Pause. 3 Minuten, 2 Pause. 4 Minuten, 2 Pause. 3 Minuten, 1 Pause. 2 Minuten, Exitus. Ja. 2, 3, 4, ja. Okay. Mhm. Letzte Schluck aus der Pulle. Ich nehme eine Toilette. Also wenn wir jetzt laufen müssten, würde ich auch auf Toilette gehen. Dann würde ich das nicht überleben. So, Musik. Ich wünsche euch viel Spaß, Leute. 12 Sekunden. Das erste Ding. 2 Minuten. Meter für uns drei. Was ist denn jetzt schiefgelaufen? Hat mir Pieps, irgendwas stimmt nicht. Da steht auch ohne Alter 0. Ja, das ist irgendwas. Hast du nicht im Dings, hast du vielleicht in der. Nicht im Custom drin, sondern.
Doch, eigentlich. Das ja, weil. Scheiße, tut mir total leid. Ja, reduziert es einfach, haben wir jetzt ja schon. Aber wir wiederholen jetzt nicht. Ich nicht. Oh Mann, ey. Das scheiß Wort Timer habe ich reinkopiert. Ich habe es auch nicht gesehen, siehst du? Okay, dann nehmen wir das als Testrunde. Machen wir noch ein bisschen Pause. Nein. Doch, doch. Es war jetzt jeder so ungefähr bei 30 Sekunden Restzeit, oder? Hat das gepasst? Ja. Ja? Okay. Ja. Keine Angst, wir geben uns jetzt ordentlich Pause, wir fangen von vorne an. Wie stelle ich auf Null? Einfach auf Row drücken oder auf irgendein, unten auf den Menü drücken. Ja, einfach Menü. Ja. Und dann stellt er sich von alleine um. Das ist aber ein guter Hinweis, wenn wir mittendrin sind, kann es sein, dass der noch nicht auf Null ist, weil er stellt sich erst nach anderthalb Minuten auf Null, dass ihr aktiv auf Null stellen müsst. Ja, war gerade ebenso. Ja, ja. Aber wir fangen immer wieder bei Null an. Ja, tut mir leid, aber ich habe jetzt 5 Sets geschafft. Franzi, wie viel hast du? 6. Dagmar? 6. Weiter, ansagen. 9. Wow. Adelaide? 5. Okay. Das ist eklig im Oberschenkel, finde ich, vom Rudergerät runter. Ja, die Beine sind anders programmiert. Die sind dann schön matschig, ja. Okay. Mein Gott, da haben wir beide raufgeguckt, aber das haben wir nicht gesehen. So ein Pech aber auch. Gut, Leute, lange Rede, kurzer Unsinn, jetzt beginnt es richtig. 12 Sekunden. So, jetzt wird's gar. Auf Null stellen. Ja.
250 Meter mehr. Achtung. Mehr Pause. Ich habe jetzt wieder 6. Also bei mir jetzt wieder genau hingehauen mit 30 Sekunden. Wie ist es bei den Läufern? Passt das? Ja. Edlein, wie passt es bei dir? Gar nicht. Das passt. Meine Schulter. So, Achtung. Eine Minute. Wir kommen jetzt auf die 4-Minuten-Runde. Einmal diese Runde 900, 800 Meter. 77 Shutter Runs. Wie du dahinter gehst. Jetzt schon. Ey, ja, ich habe gestern gerudert und da ist fast gar nicht gegangen, weil irgendwas haben wir gemacht die letzten Tage, wieder hinten so. Oh ja. Rudergerät auf Null stellen, nicht vergessen. Ja,
20. Oh Gott. Und los geht's. Wenn wir wieder solvent sind, Schatz,
kaufen wir dir ein vernünftiges Rudergerät. Dann darfst du auch Dagmar machen. Oh Mann. Vielleicht rudert heute einfach nicht wie ein Mädchen. Oh Gott, war das schlimm. Ich habe jetzt sogar 7 geschafft, stellt euch vor. Boah, du bist ein Arsch. Ich mag's gar nicht wissen. Ja. Ich merke, ich komme besser ins Netz rein. Es sind trotzdem bloß 2 Minuten Pause jetzt. Nächste Runde wieder 3 Minuten. 650, 575, 55. Und danach 1 Minute Pause. Dann geht es in die letzte Runde. Also wir gehen jetzt in die vorletzte Runde. Wir haben schon mehr als die Hälfte geschafft. Thank you.
letzte Runde. 400, 350, 33. 10 Sekunden. Normales Wort, Leute. Eine Minute Pause zum Schluss, die hat nochmal keiner gekostet. Ich hab das Gefühl, dass uns die Testrunde was gekostet hat. Nee, ehrlich gesagt glaube ich das nicht. Doch. Weil da haben wir mindestens 3 Minuten Pause gemacht, wenn nicht sogar 10. Vielleicht auch 20. Stimmt, mir ist wieder kalt worden. Ja. Die Jacke angezogen, oder? Ja. Winterjacke. Im Handschuh. Genau, fast im Lauf zum Boden. Also. Die laufen im Rudern. Wir müssen nach meiner Rechnung 5 Zahlen da zu stehen haben. Und die addiert ihr dann bitte. Wenigstens das Rechnen halt einfach. Ja, wirklich. Unterschätzt man die Einstelligen nicht, ja? Ja, stimmt. 4 mal 7, 28 plus 6, 34. Hat jemand Komma stellen? Also, ich leg mal los. Ich habe 34, allerdings mit 35 Kilo. Ich hätte auch 40 nehmen können, aber es ging wirklich mit meinem Handgelenk nicht. Ich merke von dem Sturz, da knirscht es noch drin. Ist gar nicht gut. Deswegen 35. Ab der dritten Runde waren die dann, hat es dann nicht mehr geknirscht. So. Ich drücke ein.
Brille. 12. Immer mit der Ruhe. Jochen. 35. Ro. Was habe ich gesagt? 34. Ja. Helmut, komm, gib's mir. Helmut. 44, Alex. 4-4. Sehr stark. Auch wieder Helmut Kernkompetenz getroffen. Rudern und Gewichte. Ich wollte nicht mitmachen, wenn das Knie so wehtut. Aber wie ich das gelesen habe, habe ich eine Schmerztablette genommen und mich angemeldet. Ursula, wie viel Gewicht? 27,5. 27,5. Und Run. Bitte? 25. 25. Franziska. 31. Arix? Ja, 30 Kilo. Aber Arix. Ich habe die Clean and Jerks gemacht, ne? Ah, ja, ja, stimmt. Okay, die schreibe ich noch hin. Das ist ja viel länger in der Amplitude, oder? Brauchst du ja länger. Ja, ja, das schon, ja. Aber wir sind natürlich vom Gewicht her ein bisschen dann schon wieder einfacher. Aber mit den 33 passt doch gut. Dagmar? 23. Auch Arix? Arix, ja. Und Adelaide? 12. 12. Die ersten zählen ja nicht, ne? Aber ja, dafür nicht. Arix plus, weil ich bin ja Männergerude. Und du hast, 35, du hast 30 genommen? Ja. Okay, und Row, ich schreibe es hin, Row. Man, okay. Nicht fair, ne? Nächstes Mal laufe ich. Naja, aber das ist das Problem mit dem Rudergerät, weil du jedes Mal, gerade bei Kalorien fällt das halt auf, dass du viel schneller bist, ja? Also das ist ja nicht gerecht, weil das hängt ja auch vom Wasser, da kann man ja Wasser nachfüllen, gell? Ja, ja, genau. Und durch den Wasserstand verändert sich sowieso die Leistung. Stimmt, das verdunstet dann ja auch mit der Zeit, oder? Weiß ich, aber es ist so, man kann es nachfüllen, aber wahrscheinlich ist es wirklich so, dass es nicht ganz dicht ist, dass dann halt doch mit der Zeit weniger wird. Ja. Genau, rudert du mal damit auch und dann wird ein bisschen was genau. Ja, genau. Also ich habe es schon mal gemacht, also ohne jetzt da genau hinzugucken, aber was mir auffällt, das ist, wenn man das Konzept 2 gewohnt ist, dann ist das echt, echt krass. Wie, also dann fühlt sich das richtig scheiße an, muss ich echt sagen. Weil die Hände viel enger zusammen sind, der Bügel ist viel kleiner, die ganze Haptik ist anders, die ganze Übersetzung vom Körper zum Rudergerät, also irgendwie fühlt sich es komplett anders an. Hätte ich nicht gedacht. Leute, wir sind fertig. Fertig. Was sagt ihr denn dazu? Ich wollte nur was anderes sagen. Ich glaube, nächstes Wochenende gehen weder wir noch ihr auf einen Berg. Ja. Jetzt das kommende meinst du, oder was? Na, das darauf. Aber wenn sie dann kommenden Wochenende einen Meter schneit, ist ja übernächstes Wochenende das sicher noch nicht so, dass man wieder raufgehen könnte. Echt? Ist Schnee angesagt? 1 Meter, ja. Scheiße. 600, bei uns angeblich 600 Meter Schneefallgrenze, also kurz oberhalb von unserem Haus. Aber Helmut, das stört uns eigentlich nicht, weil wir wollten den Matzmann immer schon mal mit Skiern runterfahren. Insofern, ja. Wir ziehen das durch. Das ist cool. Ja. Ich würde nicht glauben, die Jungs und ich könnten das ja sogar, wenn es sein müsste. Ich habe letztens Bergwelten gesehen, da hat einer ist den K2, den zweithöchsten und gefährlichsten Berg der Welt hoch und ist mit Skiern runtergefahren. Als erster Mensch, das haben schon ein paar probiert, die sind alle nicht lebend runtergekommen, der hat es geschafft. Ein Pole. Jetzt nochmal, wenn wir zufälligerweise mal gemeinsam in Gosau sind, dann zeige ich dir, wo mein Vater dort runtergefahren ist. Wie ist das? Der war wild, der war Wahnsinn. Dem haben sie am Ende vom Skilift verboten, dass er dort runterfährt,
Weil ihnen immer die anderen zugeschaut haben und geglaubt haben, sie können auch dort fahren und dann haben sie es immer mit der Bergrettung holen müssen. Also der hat sie. Es klang jetzt so, als wenn er einen Unfall hatte. Nein. Er nicht. Ach so, okay. Er hat können, aber die anderen nicht mehr. Ach so, okay. Da gibt es ein Kader, musst du oben 10 Meter reinspringen über Felsmauer, bis du am Schnee bist.